Hey und ganz herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich bin wieder am Start und ja, ich nehme heute einen Champi-Marathon auf, das wurde sich von euch gewünscht. Und ja, wir haben gerade 10 Uhr, also bald 10 Uhr, es ist 9:48 Uhr und um 10 Uhr beginnt das Suhail-Crash-Championat. Ich schau mal, wie viele Championate es schlussendlich werden, aber mein Ziel wäre eigentlich nicht so lange durchzumachen, dass jedes Championat einmal drangekommen ist. Aber ich schau mal, wie es so für mich zeitlich passt. Und zwar werden wir heute eventuell noch Gäste haben, was mich sehr freuen würde. Aber kann ich gar noch nicht sagen. Ich habe mal einen Club informiert. Vielleicht kommt eine oder andere Person dazu. Würde mich natürlich sehr freuen. Und ja, ich werde dann einfach nur vielleicht eventuell noch kurz vorm Champi reden, wenn etwas Spezielles ist. Und sonst seht ihr einfach nur das Champi und könnt so euch hinschillen mit bisschen Snacks und einfach zuschauen. Und ja, ich habe mir auch überlegt, ich habe eine gute Idee. Und zwar habe ich mir überlegt, jeder macht so einen Champi-Marathon auf YouTube, aber was wäre, wenn man einen Champi-Marathon macht mit Challenges? Das heißt zum Beispiel, jetzt hier beim New Hegra Champion, dann mache ich irgendwas und dann beim nächsten Champion mache ich auch wieder irgendwas, dass es so verschiedene Challenges gibt. Falls ihr das möchtet, dann lasst dem Video auf jeden Fall einen Daumen hoch da und lasst ein Abo da, um das Video nicht zu verpassen. Und ja, dann könnt ihr mir dazu natürlich was in die Kommentare schreiben und dann werde ich gleich einen Tag vor, bevor ich das Video aufnehme oder so, werde ich eine Umfrage machen auf Instagram. Mein Instagram-Kanal findet ihr ebenfalls in der Infobeschreibung, also von dem Video. Den reinschreiben für diese Challenges. Ja, würde mich freuen, wünsche euch viel Spaß bei dem Video. Also Anita ist jetzt dazugekommen. Hallo. Ja, guten Tag. Oh Gott. Ey, ich muss aber das Set doch umbenennen, ne? Ey, wieso? Das hat voll einen geilen Namen. Das hat den Namen. Oh. Und das Set erinnert mich immer dran. Oh, ja, Hallo, das ist Sarkons auswählen. Egal. Oha, wie gut ich bin. Ja, du bist Zweite. Oh, scheiß Wilder. Ja gut, was erwarte ich mit meinem Level 6 Pferd? Ja, also... Es würde mich halt interessieren, wie weit ich mein Pferd leveln könnte, wenn ich nur die Champis mache. Wird sich nicht. Ja, du läufst ja voll den Umweg. Ja, weil ich die Abkürzung kann. Hallo! Scheiß Pferd. Ja, ich bin in den Baum gerannt. Ja, ich hab die Abkürzung verkackt. Oh, ich bin nochmal in den Baum gerannt. Lieben wir. Hey, da gibt's auch mal eine Scarlet. Eine Scarlet Volcano Ham. Volcano Ham. Das klingt wie so ein Adelstitel oder so. Ja. Oder Leila Beachwelle finde ich auch noch cool. Oh ja. Ich finde das so ultra geil, wenn man das in so einen Adelstitel gehen könnte. Also ja. Was ist so ein so, halt so Pfanne oder so. Die ist gerade einfach stehen geblieben. Ah ne, jetzt rennt die wieder. Ja, das kann wegen Zauberaufschiebung sein oder weil die einfach nur scheiß Internet hat. Oder sie ist ins Auto gerannt. Ja, kann auch sein. Bitte, ich verkacke jetzt nicht den Sprung bei den Isländern. Bitte, danke schön. Ich dachte zuerst, man kann dann gar nicht darüber springen, weil da jetzt Isländer sind. Weil man kann ja sonst über die Verkaufsstände nicht springen. Oder ich krieg's nicht. Du musst aber im richtigen Moment abspringen, dann macht das nichts aus. Die Farbe so schön, aber nicht auf dem Modell, ne? Ach so, oh Gott, ich dachte, du redest von Fjordi. Also nein. Der Muster bin ich hässlich. Das müsste ich vielleicht zitieren, was ich hässlich gesagt habe. Also, ich habe ihn, glaube ich, auf meinem zweiten Account, glaube ich. Ich finde den super schön, aber das Ding ist halt dieses Modell. Ja, da muss ich sagen, ist schon ein bisschen crusty, aber ich meine crusty. Scheiße! Das müsstest du zählen. Hä? Das soll ich nur, da macht es einfach beim Video nur noch so bing, 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 bing. Ich hab gerade verkackt. Ey, das jetzt? Du hast verloren. No way, echt jetzt? Bin ich mal falsch durch den Checkpoint durchgeritten. Hä, was hast du denn gemacht? Hab die Abkürzung genommen und dann stand da, du hast verloren. Echt jetzt? Scheiße.
Das ist halt die ganze Zeit scheiße. Das muss ich alles zensieren. Dein Video besteht wirklich nur aus Piep-Piep-Piep. Ja, eben. Da musst du noch so eine unzensierte Version hochladen. Eine ab 18. Ja, ja. Nee, ab 16. 16, ja. Als ob du echt verkackt hast. Ja. Oh mein Gott, Anita. Ich hab den U-Bahn gekackt. Was hast du? Ich habe in U-Bahn gekackt, aber meine Kacke stinkt nicht. Ach mein Gott, was war sonst so crazy shit in meinem Video? TikTok. TikTok, oh Gott. 10. Ja, wenigstens komme ich ins Ziel. Jetzt auch. Ja, mach. Wir haben noch 2 Minuten. Was ist das für eine lange Socke? Ich krieg die nicht mehr auf den Fuß runter. Jetzt. Ja. Genau. Ey, keine Ahnung, was das für Socken sind. Ich weiß nicht, ich glaube, die sind sogar von Anton. Ich hab keine. Die waren bei mir in der Sockenschublade. Oh Gott, Elea. Ja, was? Sockenschublade heißt das. Ich sag einfach nichts mehr jetzt. Sockenschublade. Ist umgefallen. Eine Monstera? Ja, die ist umgefallen. Wo ist die denn umgefallen? Ich wollte gerade meinen Schrank aufmachen, weil es steht davor. Hab vergessen, dass. Oh mein Gott. Dann... Bist du irgendwie dumm? Das ist keine Frage. Muss ich das jetzt zensieren, dass du gesagt hast? Nein, das musst du nicht zensieren. Okay. Jetzt bin ich die Zensierkönigin. Ich sag, was zensiert wird und was nicht. Okay, okay, das passt. Okay. Wir sind alle zusammen in einer Gruppe. Was? Oh Gott, es geht schon los? Oh Gott. Sag ich ja. Hallo, noch 12 Sekunden hast du. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Okay, 4, fertig. 3, 2. Elea gewinnt eh. Nein, tue ich nicht. Du bist Level 23. Es gibt auch andere Leute, die noch Level 23 sind. Hey, du, oh mein Gott, du hast Onion noch nicht fertig gelevelt. Ich dachte, du hast den wahrscheinlich schon fertig gelevelt. Nee, ich level nicht, wenn ich arbeite. Ach so. Kannst du ja, mit mir leveln? Weißt du, Elea ist Anita geht einfach immer offline und lässt mich einfach alleine leveln. Ich meine, Schuld, dass du langweilig bist. Nicht Spaß. Ich bleib gerade wieder überall hängen, weil dieses Pferd verbackten Sprung hat. Boah, wieso stehe ich so krass auf Katzenfutter? Weil ich eine Katze. Nee, nicht ich habe eine Katze, meine Schwester hat eine Katze. Dann ist es auch deine Katze, wenn sie bei dir wohnt. Bei euch wohnt. Ja, ja, irgendwie schon, aber irgendwie auch nie. Und ich habe immer noch eine Schaufel im Arsch. Speedy, das musst du zensieren. Wo sie das zensiert, dass sie sagt, ich habe eine Schaufel im Arsch, wo man die ganze Zeit das schon sieht? Nein. So, wenn man das sieht, dann kannst du es ja schon lassen. Ich habe gedacht, in echt, oh Gott. Nein, in Star Stable. Ja, ich Mann, Anita! Anita, was ist los bei also, dir? Also, das muss ich, glaube ich, wirklich rausschneiden. Oder nicht? Ich hatte vorne eine Karotte drin, in Star Stable. Vorne oder hinten? Vorne. Können wir aufhören, solche Scheiß zu reden, während ich versuche, meinen Champi-Marathon aufzunehmen? Nee, vergiss es. Oh mein Gott. Ist schon fast peinlich. Nur so fast. Bisschen, ganz dezent. Gar nicht. Nee, null. Gar nicht. Nee. 0,00. Oh mein Gott, ich werde vielleicht noch 9. Tester, der Wahnsinn. Ich bin 11. Das heißt, ich bin nicht mal so viel schlechter wie du. Elea, wenn du mich jetzt noch überholst, komme ich persönlich zu dir nach Hause und klappe dich. Anita ist 7. Komm schon. Ah, ich bin 10. Ich bin 12. Oh, warum kann man sich ja nicht Breath of the Wild nennen? Dann hätte ich nicht. Nee, ich dachte zuerst, das war ein Scherz mit dieser Karotte, ne? Nein. Ich dachte echt, das war ein Scherz. Speedy. Ja, Elea. Du musst heute ganz Speedy Gonzales sein. Ja, wir waren mit Stufe 9 Pferd. Weil da habe ich die Auto sicher gestartet, weil sonst so ein bisschen fehlt. Ja, sie läuft.
Schwester, ich hatte heute Morgen Mindblow. Stell dir vor, man würde einen Champi-Marathon machen, aber bei jedem Champi eine andere Challenge. Oh nee. Okay. Oh nee. Oh nee, Gruppe 1. Hey, du bist mit uns Hübschen. Ja. In einer Gruppe. Ja. Du kannst dich geehrt fühlen, Anita. Das mindert mein Niveau. Tut mir leid. Oha. Ah, Kingwoods, wo bist du denn? Du bist ja am letzten Ende der Welt. Ja, ich, die hinter Elea ist. Danke. Oh Gott, wir sind in einer Reihe. Oh nee, Speedy, warte mal. Doch, wir sind in einer Reihe. Wir waren gerade in einer Reihe. Jetzt also bei mir laggt einfach alles nur noch. Oh Gott. Gefehlt, Anita. Ich hab Anita überholt. Ich bin auf dem gleichen Platz, aber ich hab immer noch Anita überholt. Geil. Super. Yeah, ich bin Vierte. Cool. Bleib stehen, Elia. Nein. Okay, gut, geh mal weg. Ich will wieder Vierte sein. Die Schuhe ist schon nett. Oder was? Die Widow soll stehen bleiben. Alle sollen bitte stehen bleiben, außer ich, danke schön. Ich hasse dieses Champion. Hey, die hat schon einen schönen Namen, Tiger. Anita, was ist denn bei dir los? Ja, ich hab's gerade gesehen auf meinem zweiten Bildschirm leider. Ja, ich auch. Oh nein! Gibt's eine neue Abkürzung? Ich bin da voll außen rumgeritten. Oh, Widow ist gestorben. Also die ist runtergefallen. Als ob ich jetzt einfach Dritte werde, lol. Hey, bleib Nein. stehen. Ich will Dritte werden. Nein. Kingwood, du bleibst stehen. Kingwood, du bleibst stehen. Hast du verkackt? Bleib Nein. stehen. Bleib stehen. Nein. Bleib stehen. Warte, da hat eine verkackt. Echt? Oh. Speedy, komm schnell! Nein! Oh, wir hätten einfach Zweite und Dritte werden können! Wollt ihr über das auch von Lana reden, wie basic das ist? Aber auch irgendwie geil? Lana? Oh ja, Lana hat ein schönes Outfit, finde ich. Das ist so typisch. Oh, das ist ja auch ein alter Easy! Ja, deswegen kriegt das Outfit schön, weißt du. Speedy, du bist so eine Person, du steigst einfach irgendwelche random Leute an. Warum machst du das? Because I can. Ich freu dich. Die mögen dich jetzt nicht mehr. Und ich mag die Lila jetzt nicht mehr, weil sie sich schon wieder neben mich stellt. Hä, die kenne ich gar nicht. Ich kenne nur die Chuli. Jungle. Wie hieß sie nochmal? Jungle Valley. Ronja Jungle Girl. Oder so, ja genau. 3, 2, 1, Ignom. Jetzt Tschüss. Musst du sowieso alles rausschneiden. Ja, jetzt kann ich hier alles rausschneiden, bis jetzt. Ja, also Lila ist jetzt auf Ignom, weil... Guck mal, da ist ja Mini Blue Hill, das ist ja der Wahnsinn. Ach du Kacke, Das ist sehr grenzwertig, das ist echt grenzwertig. Darf ich bitte schreien, dass können, ich können wir jetzt wieder aufhören damit? Warte. Du kannst das ganze Jumpy nicht reinnehmen. Darf ich ihr vielleicht sagen, dass ihr gehen sollt? Ja, du darfst. Nein, wir lassen uns einfach abholen und fahren dann irgendwo hin, wo sie nicht mit rechnet. Genau. Das machen wir. Speedy, du kannst es gern drin lassen, dann wissen die Leute mal, was für ein Struggle es ist, ein YouTuber zu sein. Ja, ich lasse einfach so drin, dass halt so. Ich finde es auch schön, weil ich habe dieses Video, also dieses TikTok habe ich letztens gemacht und es hat einfach so viele Leute einfach nicht gerafft, dass das eigentlich ein Denkanstoß sein sollte. Ja, jetzt also, ist es ein Denkanstoß. Ja, jetzt. Leute, schaut euch mal letztens TikTok an und denkt darüber nach. Ey, Elia, Eigenwerbung stinkt, ne? Folgt mir auf Insta, danke schön. Ey, Anita, nein, du musst gehen. Gar nicht sein. Du bist in zwei Videos von mir verlinkt in der Infobox. Ja, trotzdem. Ich würde voll gerne mal so ein Video machen, einfach... Mal so Real Talk als YouTuber, was man so als YouTuber alles ertragen muss. Das würde ich voll gern machen. Ja, das haben aber sehr viele schon gemacht. Ja, egal. Aber ja, ich habe es in der SSO-Community jetzt zumindest nicht so mitbekommen. Doch, May Mandy, May Mandy Northcake? Cake oder sowas?
Wie hieß die nochmal? Schaut die überhaupt noch jemand? Das Ding ist halt, die postet fast gar nichts mehr. Weil die hat eben da auch mal ein Retalk-Video gemacht. Ich glaube, es war sie. Ich würde jetzt nicht meine Hand ins Feuer legen, dass sie war. Aber oh ja. Mein Gott. Das hat's aber wirklich nicht getoppt. Doch. Ja. Das war nicht authentisch, überhaupt nicht. Doch, das war authentisch. Alter, aber ein Chat ist gerade unsichtbar geworden. Boah. Finden wir richtig toll. Ich wollte doch sag keins haben. Kissi. Oh nee, schon wieder mit den Alten in der Kopf. Hallo, wir sind die super. Hi Willow. Hi Willow. Oh, die Queen ist da. Ich nehme schon auf. Just saying. Forever alone in Kopfball. Josie überhaupt da? Ja, ne? Josie steht da. Nein, ich bin in Gruppe 3. Oh. Ah, Josie. Welche Lydia meinst du? Diamondfly. Hä? Die Woche in Neustand. Hä? Was? Irgendwas habt ihr überhaupt mit der Lydia gesagt? Ja, Mimi. Hä? Nix. Nein, mit Lydia hat ja auch immer Sprache, egal. Ja, lassen wir es besser. Also dann ich kann ich schon wieder Beeps einfügen. Wie die hat Angst, dass sie ihre Aufnahme nicht verwenden kann. Ja, weil meine anderen Aufnahmen sind auch schon krustig. Also ich stelle mir jemanden cooler. Hä, wieso? Wir lästern doch einfach nur über meine Zuschauer. Das ist doch normal. Ja. Weißt du das wirklich, dass das drin ist? Du, mir ist das eigentlich vollkommen wurscht. Okay, gut. Hä, ich reg mich halt im Stream manchmal auch über Leute auf. Ich sag halt nur deren Namen nicht. Ja. Ich schneide die Namen raus und fertig ist. Aber ich glaube, die Person, über die wir gerade geredet haben, die weiß auch, dass ich dezent angepisst war. Ich habe auch geschrieben, dass du leicht gestresst bist. Leicht gestresst ist gut. Ach nee, ich habe nur gestresst geschrieben. Hat sich irgendwas verändert beim Fortpinter Trumpy? Hä? Kenwood, geh weg. Hat sich irgendwas verändert beim Fortpinter Trumpy? Nee. Weiß es? Keine Ahnung. Oh mein Gott, ich bin Dritte. Oh, bitte helfen Sie mir, ich bin Dritte. Kingwood. Du musst erstmal an dieser Emily da vorbei. Oh, Aricella. Kingwood, geh weg. Ich bin 13. Lass mich. Ich will jetzt. Kingwood, geh weg. Nein! Lass mich jetzt in Frieden. Dass sie ja nicht mal ein ausgeleveltes Pferd hat und Anita schon. Sie ist Level 23, okay. Ich wäre gerade fast die Klippe runtergefallen. Ich bin ein kleiner Hobbelhaas. Hops, hops, hops. Anita, du weißt, war das Level 16 tatsächlich schneller als das Level 21? Was? Level 16er sind schneller als Level 21er. Du bist so schnell. Ich bin mir ausgeschieden. Ja, aber es ist jetzt nicht so, dass nur weil ich Level 23 bin, kann ich jedes Champi gewinnen, egal mit welchem Pferd. Scheiße! Alter! Ja, kann's halt! Was zur Hölle war das jetzt? Ja, das habe ich mich auch gerade gefragt. Was war das? Okay, Leute, bei der Treppe ist eine Wand. Wie eine Wand? Hey, ich bin ein bisschen um die Kurve rum. Da ist eine Wand. Hey, ich bin in nichts geritten und bin ganz normal geritten. Eine Wand. Ich hab schon wieder nicht zugehört. Oh toll, Vorder Kingwood ins Ziel. Mein größtes Ziel im Leben wurde erfüllt. Ich muss dir jetzt einfach mal geben, dass es dein Ziel ist, vor jemandem mit unausgeleveltem Pferd ins Ziel zu kommen. So, bin ich wieder sozusagen allein in dem Sinne. Ja, ich habe mich jetzt entschlossen, dass ich das Video an dieser Stelle beenden werde. Es ist jetzt 14.33 Uhr. Ich habe jetzt, glaube ich, 6 Champis oder so gemacht und ich hoffe, das ist ausreichend und ja, ich hoffe, dir hat das Video gefallen und hat dir auch so ein bisschen Einblick gemacht, so wie wir sind, wie der Club so ist und so. Und was du dich gerne halt dafür interessierst und gerne auch ein Teil von uns werden möchtest, dann darfst du dich sehr gerne bei uns bewerben. Das kannst du auf unserer Instagram-Seite, die ich auch in der Infobox verlinkt habe. Und ja, an dieser Stelle wünsche ich dir noch einen ganz schönen Tag und lass doch gerne einen Daumen hoch und ein Abo, da würde ich mich wirklich riesig freuen. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.